Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Let's Show Minecraft. Und jetzt möchte ich vorab erst noch etwas sagen, nämlich findet momentan auf meiner Homepage unter der Kategorie Umfragen eine Umfrage statt. Und zwar geht es darum, also welches Let's Play nach Alarm für Cobra 11 Crash Time kommt. Also hier unter diesem Video steht ein Link. Da kurz draufklicken, dann auswählen von den drei Antwortmöglichkeiten, welches das ihr wollt, dann auf den Button klicken und dann habt ihr schon an der Umfrage teilgenommen. Würde mich sehr freuen und jetzt starten wir aber richtig. Und zwar, wir sind hier natürlich wie immer in diesem Anfanghaus, diesem Haupthaus. Da hat sich ein bisher nichts getan. Zeigt das nochmals ganz kurz hier jetzt auch komischerweise die Maps vertauscht. Ich weiß nicht, wie das kam. Also hier, man sieht es auch schon. Da hat es die Maps irgendwie vertauscht. Also die sollten hier nach drüben und die kommen hier hin zum Teil. Ganz komisch, wieso auch immer. Nee, warte. Nee, ich glaube, das. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall hat es irgendwie die Maps hier komisch gemacht. Wieso, keine Ahnung. Aber hier in der Mitte ist alles noch gut. Ich weiß nicht warum. Also, ich kann gerade mal kurz gucken, wohin das passen würde. Also ich glaube, die hier. Die hier müsste, glaube ich, dahin. Ist das möglich? Keine Ahnung. Muss ich dann später noch gucken. Ist ein bisschen merkwürdig. Aber ja, gut. Wir haben uns letztes Mal das hier angeschaut. Die Felder. In zwei Teilen. Einmal, wie sie funktionieren. Einmal die Redstone-Verkabelungen. Und bald wird es Nacht. Aber das ist egal. Das können wir so lassen. Wir haben uns, glaube ich, in der ersten Folge von den Feldern auch das hier noch angeschaut. Wir haben jetzt ein Charging Plus drin. Das geht jetzt irgendwie. Also ich kann hier entscheiden, was ich verzaubern möchte. Habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Ja, auf jeden Fall, das ist das Häuschen, was wir auch schon gesehen haben. Und jetzt geht's hier nach hinten, dieser Weg entlang. Dann kommen wir zu diesem Haus. Und da haben wir ja festgestellt, das gehört zu den Feldern dazu. Und das sind wieder die Felder. Ganz normal. Oder bei den Maps bin ich mir immer noch nicht so sicher. Ich habe ja, das ist jetzt eine andere Datei als letztes Mal. Weil, ich mit dieser Welt kurz in der 1.8 war und dann wieder zurück in die 1.7 und dann wird einem alles geklärt. Alles. Und da musste ich dann auf eine also ältere Datei zurückgreifen. Vielleicht kommt es auch von da. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da hinten habe ich auch mal etwas angefangen. Da gibt es noch etwas Neues. Hier wird dann noch eine Brücke entstehen zu diesem Häuschen da hinten und da wollen wir jetzt mal hin. Und zwar ist das Häuschen ist nicht sehr spektakulär, aber trotzdem, wir schauen uns trotzdem an, weil es wird noch spektakulärer. So, ja, wir haben da einen Ofen, da ist nichts drin, da eine Fackel. Dann hier haben wir sogar zwei Leitern in der Kiste. Wow. Eine Crafting Table, aber hier ist so eine Luke. Und die führt da nach unten. Und ja, da gehen wir jetzt einfach mal runter. Ja. Es ist eine Monsterfalle. Und nämlich eine Experience-Maschine. Ich müsste jetzt mal ganz kurz die Monster anmachen. Mache ich einfach mal. So. Und zack. Da oben ist auch übrigens auch ein Spawner, nämlich ein Skelett-Spawner.
Und die meisten von diesen Skeletten fallen einfach direkt, wenn sie spawnen, da nach unten. Andere haben ein bisschen Glück und landen noch auf diesem einen Block Glas hier. Aber gut. Und dann sind sie natürlich so doof und laufen in diese schönen Wassergräben rein. Wenn wir jetzt noch ein bisschen länger warten würden, kommen natürlich auf den anderen Etagen auch noch Monster. Drum war doch eben etwas kaputt. Ja, da ist eben etwas kaputt. Da ist auch eine Spinne gespawnt. Okay, gut. Creeper. Und dann spawnen hier halt fröhlich die ganzen Monster. Man kann hier durchlaufen. Nicht wundern, warum ich jetzt kurz still war. Hier hinten hat es irgendwie so vibriert. Und zuerst dachte ich, was ist das? Aber gut. War ja nur das Handy. Und dann kann man halt einfach fröhlich die Monster killen und die Drops bekommen. Plus aber auch die Experience. Also, ja. Und man sieht es. Das ist ja nicht nur das, was ich alles habe. Das sind jetzt mal die Monster Drops hier drin. Hat da überhaupt noch was Platz? Nö, da ist voll. Creeper. Und ja, das ist eigentlich schon mal das Prinzip der Maschine. Hier habe ich ans Wasser hingetan, weil ich natürlich die Abflüsse hier machen musste. Hier eine Kiste. Am Anfang war da, glaube ich, noch Cobblestones drin, weil ich hier ja einiges mit der Spitzhacke weggebaut habe. Das hier dient als Vernichtungsanlage. Für zum Beispiel solchen Plunder hier. Ja. Weil Drops habe ich mehr als genug. Wir werden es jetzt dann noch sehen. Das ist jetzt nur der Anfang. Ich muss kurz was essen. So. Und dann geht es auch schon wieder nach oben. Also man sieht's. Hier spawnen fröhlich Monster, gehen dann in diese Gräben rein. Werden dann ja, halt weggespült, wie diese Creeper da. Wir schauen da mal ganz kurz zu. Und komm, schön runterfallen. Schön runterfallen. Und weg ist er. Und da unten landet er. Die Monsterfalle haben wir somit eingesehen. Ach, nee, warte. Ich mach die Monster wieder aus. Dann kann ich noch zeigen, wie ich das genau gebaut habe. Also es ist eigentlich so, dass... Also früher ging dieser Abstieg da in der Mitte lang. Aber das ist dann ein bisschen unpraktisch gewesen, weil die ganzen Skelette immer auf diesem Glas da gespawnt sind. Darum habe ich den Eingang ein bisschen, also den Abstieg ein bisschen nach hinten verlegt. Und eigentlich geht es von Spawner aus. Also Spawner ist die Mitte von diesem... Ja... In diesem Loch hier. Und von jedem, also von hier geht es dann immer 16 Blöcke nach hinten. Von da geht es dann 16 Blöcke nach da hinten. Von da geht es dann 16 Blöcke nach da hinten. Und von hier geht es 16 Blöcke bis da hinten. Weil hier natürlich der Abstieg ist, kann man hier keine Gräben mehr machen. Dann war eigentlich das Prinzip immer, man ging 2 nach hinten. Also man hat vorne 8 und hinten 7. Das heißt, wenn man hier dann Wasser macht, dann fließt das bis da nach vorne, geht aber nicht nach unten. Und dann halt noch solche Seitenarme, die auch 8, ja, glaube ich, 8 lang sind, damit die hier praktisch zusammenlaufen. Das heißt, wenn ein Monster hier drin, hier drauf spawnt, dann hat er praktisch keine Chance rauszukommen. Weil entweder geht er hier rein, da rein, da rein oder da rein. Die Chance, dass er dann genau hier drüber läuft, ist sehr klein. Und das halt auf allen Seiten. Ja, und das viermal. Also wir haben ja 4 Etagen.
Die Höhe ist immer 2, damit keine Endermänner spawnen, damit die mir hier keine Blöcke klauen. Die Maschine würde eh nicht funktionieren, weil sich Endermänner, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen, wegteleportieren. Und jetzt schauen wir noch kurz nach, was man aus so einer Experience-Falle, gut, halt diese ganzen Verzauberungen, das sind wahrscheinlich tausende von Level, rausbekommt und auch die Drops. Die sehen wir uns jetzt auch noch an. Wir haben da eine Kiste gesehen. Von diesen Bögen da, von diesen halb kaputten, von den Skeletten, habe ich sicher schon eine Kiste voll weggeschmissen, weil ich einfach diesen Bogen habe. Mehr brauche ich nicht. Für was auch. Brauche ja nur einen Bogen, der richtig gut ist. Und ja, dann gehen wir jetzt ins Lagerhaus. Das kennen wir ja auch schon. Wie gesagt, viel weiter gebaut habe ich auch wieder nicht. Ein bisschen, aber viel Zeit hatte ich auch nicht, weil ich noch in den Skiferien war. Da konnte ich gar nichts machen. Und ja, man sieht schon, Drops, Drops. Das sind Drops. Das sind Drops, da haben TNT, also von den Sprengpulver schon zu TNT verarbeitet. Da gab es noch viel mehr. Da sind, glaube ich, auch schon die ersten Drops. Genau. Also etwa 3 Kisten voller Drops. Und wir haben ja jetzt auch nur etwa, glaube ich, 4 Skelette und 2 Creeper getötet. Und wir haben das hier bekommen. Also die Sachen hier. Das gehört zur Grundausrüstung. Ja. Somit haben wir eigentlich ja doch alles gesehen, was ich in dieser Folge zeigen wollte. Ich habe noch ganz viele Kohle gesammelt letztes Mal für etwas anderes. Das werden wir dann auch noch anschauen. Und ich überlege gerade, was machen wir als nächstes? Ich glaube, als nächstes lüften wir das Geheimnis. Wer es noch nicht kennt, das ist ja den Keller. Den haben wir schon in der zweiten Folge angeschaut, also da einfach mal vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Da hinten habe ich jetzt was gebaut, was hier unten ist. Und nächstes Mal gehen wir da nach unten und schauen, was da genau ist. Und ja, das wäre es dann eigentlich schon wieder mit dieser Folge Let's Show. Ich bin natürlich wieder hier und bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.